Könnt ihr diesen Genuss spüren? Falls ja, folgt Touren so. Moin Leute, grüßt euch. So, heute geht's zum Season Opening nach Viersen, zu Harley Davidson direkt. Und ja, ich glaube, das wird das erste Season Opening, wo keiner mit dem Moped am Start ist. Es ist nämlich absolutes Kackwetter. Es ist nur am Regnen, es ist der 1. April. Das ist echt unglaublich. Aber wir lassen uns davon nicht aufhalten. Wir gucken jetzt mal, wir wollten eigentlich mit einem LZ1 fahren, mit einem Camaro. Der hat aber leider Semi-Slicks drauf. Deswegen können wir damit nicht fahren. Also eigentlich natürlich, ganz am Anfang wollten wir mit den Harleys dahin knallen, Horst und ich, aber jetzt fahren wir mit einer Karre. Wir gucken gleich mal, was er so in der Garage für uns am Start noch hat. Wie gesagt, LZ1 geht leider nicht. Eventuell schnappen wir uns einen Challenger oder einen Charger. Mal gucken. Wir entscheiden gleich einfach spontan. Und ja, dann sehen wir uns gleich erstmal in der Garage. Bis dann. Ja, mit dem können wir leider bei dem Wetter nicht fahren. Mit den Semi-Slicks und mit dem Wetter, das macht keinen Sinn. Also wir haben uns jetzt für den Challenger entschieden. Das wird Bock machen. Damit rocken wir gleich nach Viersen. Das wird geil. So, es geht los. Wir fahren jetzt nach Viersen. Vollgas, wir sehen uns gleich.
Classic Gang. Ja. Alles ist da. Racks up, pulling up in the trunk. Moin, jetzt bin ich wieder zu Hause. War gestern noch ein relativ langer Abend. Ich wollte mich trotzdem, ich habe gerade beim Schneiden gemerkt, dass ich gar kein Outro mehr gemacht habe. Deswegen wollte ich mich einmal kurz bedanken bei Harley-Davidson Viersen. Das war so ein gelungenes Event. Besser ging es eigentlich gar nicht, trotz des bescheidenen Wetters. Ihr habt alles möglich gemacht. Nochmal viele Grüße an Kevin, an Jan, an die gesamte Truppe. Ihr wart wirklich spitze. Also es war wirklich von vorne bis hinten war es geil. Man merkt es auch bei mir im Video, also es waren viel mehr Leute da, das kommt gar nicht so rüber. Die Stimmung war echt genial. Wir haben da ohne Ende Spaß gehabt. Wir haben uns kaputt gelacht da teilweise. Das war echt auch mal cool, die ganzen Leute kennenzulernen, die man halt ja sonst nur so bei Instagram kannte. Also gerade hier Max, Grüße gehen raus, Stefan und ach was weiß ich, so viele Leute mehr, hier Burnout und so weiter. Auf jeden Fall cool, dass ihr da wart. Ich hatte jetzt nicht da für jeden Zeit irgendwie da nochmal mich lange zu unterhalten. Tut mir echt leid, aber das haben wir glaube ich alle festgestellt. Das war so viel. Ich glaube, und so viel auf einem Haufen gab es, glaube ich, echt noch nicht von uns. Außer vielleicht so Richtung Magic Bike Week oder so, ne? Wiesbaden. Aber ja, ich wollte euch noch eine Sache sagen. Und zwar, da ist noch viel mehr passiert. Das heißt, es gab noch ein Bullenreiten, es gab noch zigtausend andere Sachen. Checkt auf jeden Fall mal Scorpedios Kanal ab. Weil, ich habe gesehen, der hat auch gefilmt. Der wird das Video mit Sicherheit auch jetzt bald rausbringen. Und da wird wahrscheinlich noch viel mehr zu sehen sein als bei mir jetzt, diese paar Schnipsel. Also nochmal vielen Dank an alle. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Get down in the car, one time give it all. Bust it open, huh? Let me see your jaw. Get down in the car, one time give it all. Bust it open, huh? Let me see your jaw. I fucked up, this hustle, baby, hustle. But then what, then? Oh my God.